Hallo Leute, heute hier ein Elektrotraining in 5 Minuten. Ja, ich zeige euch heute, wie man einen Schrittzähler austrickst. Ja, und zwar mit dieser Apparatur. Diese Apparatur, ihr seht hier, ist hier mit Lego gebaut. Sie hat hier so was Schwenkbares drin. Da kann man das Handy reintun. Hier einmal eine stabile Säule, hier eine stabile Säule. Ganz einfach kann man hier aufbauen. Nichts Dramatisches, einfach hier, soll ich sagen. Ja, einfach Lego-Steine aneinander, hier oben so ein drehbar gelagertes Teil reinbauen. Also wo so ein Stock ist, also so ein Stift mit hier eine Begrenzung, hier drinnen eine Begrenzung, hier ebenso Begrenzung, dass ich nicht rausrutschen kann. Dann hier sowas, wo ich es sozusagen hier ja, nach vorne schubsen kann. Hier unten einfach Platte und dann zwei so raus und dann oben hier so eine wieder eine Begrenzung hier. Auch weitere Begrenzungen hier. Zack. Hier hinten, wie sieht es hinten aus? Kommen wir raus. Hier habe ich einfach einen Motor. Also, könnt ihr vielleicht noch, gibt es so einfache Motoren hier. Sowas. Und dieser dreht sich jetzt hier so. Dann entsprechend. Der wird angestört. Ganz einfach über Spannung. Kennt ihr diese ganz normale Teile? Ich habe hier ein Netzteil angeschlossen. Seht ihr? Wenn ich jetzt hier Strom. Spannung drauf gebe. Ja. Dreht sich das Ganze. Teil hier entsprechend. So. Jetzt testen wir das Ganze mal hier. So, jetzt und zack, jetzt geben wir Spannung drauf. Bewegt er sich hier, der Zähler. Jetzt kann ich ganz schön Schritte machen. Jetzt kann man ein bisschen mehr Gas geben hier. Dann macht er ein bisschen mehr Schritte. Und hier, das Ganze sieht so einfach aus hier. Der knallt hier einfach hinten mit seinem Teil hier rauf. Und hier vorne macht er dann entsprechend Schritte. Ja Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. So kann man einen Schrittzähler austricksen. Macht's gut. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Genau hier oben noch abonnieren. Hier nächstes Video. Glocke nicht vergessen, damit ihr immer up to date seid. Und bis demnächst wieder. Tschüss.